Zahlreiche Mitarbeiter der AOK Brandenburg haben sich am Montagmorgen an Warnstreiks beteiligt. Mit den halbstündigen Aktionen vor mehr als 20 Geschäftsstellen wollten sie gegen die Pläne der Krankenkasse protestieren, im Sommer rund 500 betriebsbedingte Kündigungen durchzusetzen. Auch vor der AOK-Geschäftsstelle in der Michaelisstraße zogen Mitarbeiter mit Transparenten, Fahnen und Streikwesten auf die Straße. Die AOK-Beschäftigten im Land Brandenburg müssen sich wehren gegen den Abbau von Personal, den der Arbeitgeber jetzt nachhaltig durchdrücken will, obwohl wir angeboten haben, weiterhin die Beschäftigten auf Gehalt zu verzichten, auch auf Teilzeit zu gehen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi hatten die AOK-Beschäftigten bereits in den vergangenen Jahren zur Sicherung ihrer Arbeitsplätze um die 12% Einkommensverluste hingenommen. Um alle rund 2400 Beschäftigten im Land Brandenburg halten zu können, hätten sich die Tarifparteien nach AOK-Angaben auf eine Wochenarbeitszeit von 26,7 Stunden mit entsprechendem Lohnabschlag einigen müssen. Verdi hatte dagegen eine Absenkung auf 32 Wochenstunden inklusive Lohnverzicht für 4 bis 5 Jahre angeboten. Die AOK ist jedoch auf dieses Angebot nicht eingegangen. Auch wenn es scheint, dass ein Einlenken des AOK-Vorstandes nicht mehr möglich ist, wollen die Mitarbeiter unter Führung ihrer Gewerkschaft die Verhandlungspartner zurück an den Tisch holen. Ja gut, die Hoffnung soll man nie aufgeben und einfach wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Ich denke mir, es ist schon ein wichtiges Zeichen, dass heute in allen AOK-Geschäftsstellen des Landes Brandenburg in irgendeiner Form Zeichen gesetzt werden und gesagt werden, Arbeitgeber, auf der einen Seite erhöht ihr eure Bezüge und auf der anderen Seite sollen durch diese Gesundheitsreform die Beschäftigten die Zeche zahlen. Das finden wir nicht in Ordnung. Natürlich haben wir immer ein bisschen Hoffnung, sonst würden wir es heute nicht machen. Nach Angaben der AOK wird der Vorstand der Krankenkasse in den nächsten 14 Tagen über das weitere Vorgehen beraten. Geprüft werde außer betriebsbedingten Kündigungen die Möglichkeit von Aufhebungsverträgen mit Zahlung einer Abfindung sowie die bezahlte Freistellung von Mitarbeitern für Fortbildungsmaßnahmen. Durch den Personalabbau und die neue Struktur rechnet die Kasse in 3 bis 4 Jahren mit deutlich geringeren Personal- und Verwaltungskosten. Ob dann auch die AOK als Dienstleistungsunternehmen wie gewohnt arbeiten kann, bleibt abzuwarten. Weniger Mitarbeiter bedeuten zwangsläufig auch weniger Ansprechpartner für die Belange der Kunden.